Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Regisseur, Autor, Produzent Christian Alward in meiner Sendung und sage Hallo. Hallo. Ja, es freut mich total. Da sehe ich ja jetzt als erstes, aber das sehen natürlich unsere Zuhörer nicht, weil sie uns nur zuhören. Sie sitzen vor ihrer riesigen Blu-ray-DVD-Wand. Ja, ich habe mich hier eingeschlossen in meinem Kino, weil hier die Kinder nicht reinrennen können. Da haben wir einfach unsere Ruhe. Ansonsten kann ich für nichts garantieren im Rest des Hauses. Das macht nichts. Aber das ist, finde ich, natürlich ganz toll. Also hinter hier, das ist natürlich ein Vorhang, aber dahinter befindet sich sowas Ähnliches. Ich bin nämlich auch ein Fan von haptischen Medien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja jetzt gerade diese Woche wieder ein Riesenthema geworden, weil auch Christopher Nolan und Guillermo del Toro sich dazu geäußert haben. Aber ich sag mal, unter uns Sammlern ist das natürlich schon lange das Mantra, dass nur physische Medien dir wirklich gehören. Alles andere kann dir jederzeit gelöscht, weggenommen, sonst was werden bei den Streamern bearbeitet, politisch zensiert, was auch immer. Und ja, also da das jetzt immer weniger Leute machen, dass sie physische Medien kaufen, habe ich Angst, dass es vielleicht irgendwann gar nicht mehr so einfach ist und es nur noch Boutique-Labels gibt, wenn überhaupt. Und deswegen habe ich sämtliche Zurückhaltung jetzt über Bord geworfen. Also ich habe jahrelang eher gesagt, okay, du hast ein Problem, dass du so viele Filme sammelst. Aber inzwischen denke ich, nee, wer weiß, wie lange es überhaupt noch geht. Und bevor es vielleicht irgendwann ausläuft, halte ich mich nicht mehr zurück. Ja, Sie sind nicht alleine. Also ich habe ja noch hier, das ist mein Peckham's Talk, aber ich habe ja seit 3 Jahren auch die Filmelei Film Talkshow, wo wir über Filme sprechen generell. Und alle, die auch dann mit meinem, in unserem Alter auch sind, die sammeln alle haptische Medien, so haben das alles zu Hause. Das, was Sie meinten, was sich gerade eben Nolan und Guillermo del Toro geäußert haben, ich glaube, del Toro hat auch gesagt, man ist sozusagen ein Bewahrer des Filmguts, gell, wenn man sie sammelt. Wenn man ein hochauflösendes, qualitativ hochwertige 4K oder Blu-ray aufbewahrt und pfleglich behandelt, dann ist man einer der Bewahrer und Schützer dieses Kulturguts, weil man nicht weiß, wie sie vielleicht verschwinden könnten. Und es gibt ja, ich bin ja auch Mitglied bei so Facebook-Gruppen, Home-Video-Boutique und so, wo man dann immer gleich erfährt, wo auf der Welt gerade wieder eine tolle Restauration oder irgendwas herausgekommen ist. Und unter diesen Kreisen ist es schon lange so, dass man sich da so ein bisschen fast fühlt, zumindest als ob es mehr ist als einfach nur für sich, sondern auch wirklich für die Menschheit, ganz groß gesprochen. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich habe ja meinen Kindheitswunsch erfüllt und mir selber ein Heimkino eingerichtet und ich zeige ja auch ständig Gästen und lade Leute ein. Also ich gucke auch nicht nur für mich, sondern für die Familie natürlich in erster Linie, aber ich habe tatsächlich einen größeren Freundeskreis, wo ich immer poste, was demnächst bei mir im Kino so läuft. Oh, das ist ja toll. Ich wäre gern mit Ihnen befreundet. Naja, mal schauen. Nee, vielleicht wird es ja was heute. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir große, große Mühe. Aber natürlich, man fühlt sich dann natürlich nicht mehr so nerdig, wenn jemand, ein etablierter Filmemacher wie Del Toro zum Beispiel sowas sagt. Dann denkt man natürlich, oh, toll, geil, dass ich so eine große Sammlung habe, finde ich. Ich habe mich schon eine Weile ganz gut damit gefühlt, ehrlich gesagt. Okay. Ja, ich auch, durchaus. Ich finde auch immer, es ist letzten Endes ja so eine Art, also eigentlich wie eine Bibliothek. Wenn man viele Bücher hat, dann findet es auch niemand merkwürdig. Ja? So denke ich. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob das heute noch Thema ist, weil jetzt immer mehr Fassungen dann auch veröffentlicht werden, aber man hat doch bei manchen Sachen, so wie der Weiße Hai oder so, wo man dann hier in Deutschland darauf Wert gelegt hat, dass es die alte Synchro-Fassung ist und so weiter. Also das war ja dann schon immer wichtig. Und dann war das richtig teuer, sich noch irgendwie den Film auf DVD in alter Synchro zu holen. Ja, ja, ich habe noch meine Laserdiscs. Und also das Einzige, was ich kaum noch habe, also da habe ich 99% dann doch weggegeben an VHSen, weil die ja wirklich zerfallen sehr schnell. Aber ich habe eine ganze Weile, habe ich immer bei jedem Upgrade dann einfach verschenkt in meinem Freundeskreis. Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt die Blu-ray, brauche ich die DVD nicht mehr, oder ich habe die Ultra HD, brauche ich die Blu-ray nicht mehr. Aber jetzt geht es dann doch los. Manche von meinen Filmen sind dann doch schon 30 Jahre alt.
dass ich merke, dass es keine hundertprozentige Garantie ist, selbst wenn man es besitzt, weil es teilweise dann doch bei irgendwelchen Codec-Updates oder vielleicht auch rein physisch dann doch mal was zerfällt. Und seitdem stelle ich die Fassung einfach nebeneinander. Also ich behalte jetzt auch die alten schlechten Kopien, nicht nur wegen Synchro und ähnlichen Dingen, sondern einfach, weil es manchmal dann doch passiert, dass irgendwas nicht geht. Reservoir Dogs zum Beispiel ist so ein Fall, wo das kann man dann auch oft online nachlesen, wenn man dann sich wundert, ob das nur einem selber so geht, aber wo ein früher Print einfach nicht mehr funktioniert. Und da bin ich ganz froh, dass ich dann die anderen Fassungen noch hatte. Ja, VHS hebe ich manchmal einfach oder hol mir sogar welche gebraucht, wegen, also gerade so Hardcover, weil ich so dann so ein bisschen mich an die alten guten Zeiten erinnere. Da habe ich auch Freunde, die das tun. Ich bin da auch ganz neidisch, aber ich bin was das angeht, so ein bisschen verrückt. Und wenn ich anfange, was zu sammeln, dann kann ich nicht mehr aufhören. Deswegen passe ich immer auf, bevor ich irgendwas anfange. Aber Sie haben auch einen Laserdisc-Player. Ja. Und da gibt es ja Laserdiscs, da gibt es zum Beispiel dann zwei Stück von, also gibt es dann bei einem Film eben, hat ein Film zwei Disc, man wechselt also den Film. Machen Sie das dann auch? Gucken Sie sich ja, den Film also an? Es gibt zwei Formate bei Laserdisc. Und der eine hatte die ganz tolle Funktion, dass man auch ein Standbild anschalten konnte. Das hatte aber sofort zur Folge, dass man nur 25 Minuten oder so auf eine Seite kriegt. Und das andere Format, da haben dann schon 45, 50 Minuten auf eine Seite gepasst. Das heißt, wenn ich die normale Qualität habe, dann ist oft nur einmal umdrehen. Und ich habe aber auch so Criterion Collection von Seven oder so eine Special Alien Edition. Und da muss man wirklich alle paar 20 Minuten, als ob es Filmrollen sind, immer wieder die Disc umdrehen. Ja, habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, aber ich könnte es immer noch machen. Ja. Ich habe immer noch alles dafür da. Ja, ich habe mal vor längerer Zeit hatte ich mal so eine original verschweißte VHS von Jäger des verlorenen Schatzes gefunden. Das war dann tatsächlich ein Schatz, weil es war, wie gesagt, verschweißt noch, also war ganz neu und ich hatte immer so dieses Gefühl, also ich habe die auch noch und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt die jetzt aufpacke und einlege und dann, also mit in Videorekorder und einen alten Röhrenfernseher an mir nehme, dann ist ja fast das Gefühl wieder hergestellt wie früher. Ja, ja, aber das sollte man jetzt gar nicht machen, weil das ist tatsächlich jetzt so ein absurder Markt um diese VHS entstanden, wo man die in so Agenturen einschicken kann, gerade wenn sie noch verschweißt ist und bewerten kann, wie perfekt das erhalten ist. Und dann kriegt man ein Zertifikat und dann ist es eventuell mehrere tausend Euro wert. Was absurd ist, weil niemand kann testen, ob der Film überhaupt noch auf der Kassette ist. Oder ob man an einem Magneten vorbeigelaufen ist und der ist weg. Also das heißt, es wird nur darauf geguckt, wie viele Knicke sind in dem Papier, was in der Hülle liegt, wie viel Dreck ist drauf und ähnliches. Und dann kriegt man so einen Plastikkasten drumherum und ein Zertifikat. Und wenn man das verkauft, also ist viele, viele, viele tausend Euro wert. Gerade so sehr populäre Titel, die noch verpackt sind. Hätte man das denn früher, als wir noch jung waren, wir sind ja immer noch jung, aber hätte man das denn gedacht, dass das mal so wird? Und genau deswegen ist es wertvoll. Okay. Also ich habe ja gerade von meiner Obsession geredet, ich hatte mal vor 20, 30 Jahren, wollte ich meine Star Wars Kenner Figuren, die hat mal jemand aus meiner Familie weggeschmissen, bis auf ganz wenige. Und dann habe ich nur so aus Spinne, weil ich ein bisschen Geld verdient habe, gedacht, ich kaufe mir die wieder und stelle mir die ins Regal. Und habe dann angefangen und bin dann in so ein schwarzes Loch verschwunden von, aber es wäre doch noch toller, wenn die noch verpackt wären und noch toller, wenn es original wären und dann wäre es noch toller, wenn es die Erstauflage wäre. Und irgendwann habe ich mich in diesem weltweiten Markt da ein bisschen rumgetümmelt und tatsächlich diese Figuren gesammelt. Und das Tolle daran ist ja, dass eben heute, wenn man das macht, bei den aktuellen Filmen, es Tausende und Abertausende von Menschen gibt, die darauf spekulieren und sich die unverpackt in den Schrank stellen. Aber damals, die gab es für 1,99 im Supermarkt, diese Figuren. Und kein Mensch hat gedacht, dass sie mal irgendwann mehr wert sind als 1,99. Und das heißt, es steckt fast immer eine Ausnahmegeschichte dahinter, wenn du einen Erstauflagen original verpackten Han Solo hast mit großem Kopf. Da gab es noch so eine Fehlserie mit großem Kopf. Das ist wie ein heiliger Gral, weil es auch wie eine Zeitreise ist. Weil irgendjemand Verrücktes hat damals aus irgendwelchen Gründen diese Figur nicht ausgepackt. Und dadurch entsteht halt Wert. Während heute, sobald man darauf spekuliert,
ist es halt weniger wert. Das heißt, dass dieses Nicht-Vorhersehbare daran ist das, was den Wert ausmacht. Ja, genau. Heute kauft man sich es dann oder die Sammler kaufen das. Eins packen sie aus, zwei packen sie nicht aus, stellen sie in den Schrank und so weiter. Diese Spekulation darauf. Ja. Ja, aber die entwertet das natürlich. Ja, ich musste daran auch denken, weil ich jetzt auch in der Recherche mir nochmal angeguckt habe, was sie alles gemacht haben. Und sie haben ja mal auch dieses Captain Future Projekt geplant irgendwann. Mhm. Und da musste ich wirklich an, ich hatte drei Captain Future Figuren. Ich kannte die Serie nicht, aber irgendwie, und das war früher manchmal auch so, man hatte auf einmal Figuren, wusste gar nicht, wo die hingehören, zu was die gehören. Und ich hatte diese Spielfiguren und ich habe die geliebt über alles. Ja, die hat ja auch echt so zwei Federn drin gehabt, ne, wo man wirklich so einen kleinen Plastikpfeil oder Plastiklaser oder sowas rausschließen konnte. Meine nicht. Also ich weiß, bei meinem Captain Future sind immer die Füße abgefallen. Das war wirklich so eine, aber die war sehr gelenkig. Die war ganz klein und sehr gelenkig und hatte so zwei, auch so diese Pistolen irgendwie. Das war aber wirklich wie so eine Gummischnur. Das war ja auch alles recht simpel gemacht. Mhm. Und dann, wenn ich dann jetzt, vor ein paar Jahren habe ich dann nachgeguckt und so bei eBay und Konsorten und so, und das Zeug kostet richtig viel Kohle. Und man guckt sich das aber an und denkt so, oh, das ist, weil man verbindet so stark seine Kindheit damit und was einem das bedeutet hat, ja. Und dann überlegt man, soll ich es mir nochmal holen? Ja. Soll ich es mir nicht nochmal holen? Nee, das ist genau der Grund, warum ich da auch angefangen habe. Es ist für mich, hat es einen absurden nostalgischen Wert gehabt, yeah, der gar nicht, also meine Frau hat das nicht verstanden, ne, dass ich mir da im Grunde eine Puppe für Kinder hole und ins Regal stelle. Aber wie gesagt, der Wert ist auch dadurch entstanden, einerseits, dass so viele es kennen und andererseits so viele Mütter das weggeschmissen haben. Ja, genau. Wo ist es eigentlich gelandet? Das habe ich mich auch immer gefragt. Wo sind die Dinge gelandet? Irgendwie? Es gab mal so eine Aktion von, ich weiß nicht, Red Letter Media ist so ein YouTube-Kanal, den ich sehr, sehr schätze. Mag ich sehr gerne. Ja. Und die haben ja mal Tausende von diesen Figuren einfach eingeschweißt oder in Säure aufgelöst. Also da gab es einen riesen Aufschrei. Das war auch eine spektakuläre Kunstaktion, weil da wirklich Hunderte bis Tausende von diesen Kennerfiguren, Original-Kennerfiguren in so ein Aquarium rein und dann alles zusammen zerstört hat. Aber in Wahrheit, hat er auch gesagt, der Mike, hat dann natürlich den Wert von allen anderen Figuren erhöht. Das stimmt. Das ist richtig. Das ist übrigens auch eine Sendung, die ich sehr, sehr gerne mag. Werde ich vielleicht mal verlinken in den Shownotes, Red Letter Media, die eine sehr interessante Art haben, über Filme zu sprechen und nicht immer so ganz so negativ sind, trotzdem kritisch. Ja, respektvoll. Selbst wenn sie was trashen. Die haben selber ja Filme gemacht. Ja. Ich finde, man spürt total, dass sie einfach wissen, wie viel Schmerz in jeden Drehtag geht. Egal, was am Ende dabei rauskommt, es gibt einen Grundrespekt unter Filmemachern. Oder sollte es zumindest einen geben. Ja. Und den haben sie auf jeden Fall und strahlen sie auch aus. Obwohl sie ja diese Best-of-the-Worst-Sendung haben, wo es ja nur darum eigentlich geht, katastrophal misslungene Filme zu besprechen und anzuschauen. Ja. Aber auch das irgendwie so ein bisschen mit Respekt oder mit Liebe. Nee, ja, mit Liebe und Respekt. Mit Liebe. Haben, ich habe mir auch manche von denen, also es gibt Filme, die sie so feiern, dass die wieder aufgelegt werden und erfolgreich werden als DVD und als Blu-ray. Also das ist auf jeden Fall, sind drei sehr, sehr coole Jungs. Auf jeden Fall. Das ist so das, was ich immer dann, also klar, es gibt Dinge, die ich vielleicht auch heute im heutigen Kino manchmal kritisch sehe oder so, aber wenn ich mir dann zum Beispiel den Critical Drinker anschaue, der eigentlich generell immer in eine Kerbe schlägt, dann ist dieses Red Letter Media, dieses Half in the Back und so weiter, das ist alles so ein bisschen fairer, ein bisschen erfrischender sogar und letzten Endes auch ein bisschen ehrlicher, weil zum Beispiel, ich glaube, Mike ist es, der auch nicht immer alles mag oder versteht, nicht so nerdig vielleicht ist. Außer Star Trek, glaube ich, mag er total gerne. Und dann sich auch ein bisschen zurückhält oder eher so mit so einem Abstand darüber redet, sagt so, ja, okay, so ist es halt irgendwie. Und genau, es ist ohne Agenda. Es ist eigentlich sehr selbstreflektiert. Muss allerdings den Critical Drinker verteidigen. Der hat auch Recommends, eine Reihe, wo er aktuelle Filme feiert. Und ich glaube ihm schon, dass er sehr, so wie ich auch, wenn er ins Kino geht, immer wieder überzeugt werden will, dass es diesmal, dass er diesmal doch ein tolles Erlebnis hat. Manchmal wieder besseren Wissens oder wieder besseren Vorahnung. Also ich glaube, man verschenkt selber seine Lebenszeit, wenn man einen Film schlecht finden will. Also man guckt ja, man geht ja hin und möchte eigentlich mitgerissen werden. Es ist auch jedes Drehbuch, was ich aufschlage, jedes Buch, was ich aufschlage, jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, hoffe ich eigentlich, dass der Film, egal wie meine Vorerwartung ist, dass er,
dass er besser ist, als ich es befürchte oder erhoffe. Also selbst wenn man sich was erhofft, ist es ja toll, wenn es noch besser sein kann. Also ich habe jetzt gerade, weil er sehr umstritten war, also einer meiner ganz frühen Lieblingsregisseure war Luc Besson und ist Luc Besson. Nikita war wirklich ein Erweckungserlebnis im Kino zu sehen. Da kam ja noch Leon der Profi hinterher. Davor gab es schon den Le Grand Bleu, also drei absolute für mich Meisterwerke. Und jetzt hat er ja Dogman herausgebaut und ist ausgebuht worden am, im Filmfestival und hat auch auf Letterboxd, ich weiß gar nicht, irgendwie eine 3-0 oder irgendwas sowas Durchschnittliches. Und man muss sagen, also in diesem Jahrzehnt war jetzt für mich auch nicht so viel dabei. So was, wo, das hat sich da in eine andere Richtung entwickelt, aber ist für mich immer Pflichttermin. Ne? Luc Besson im Kino habe ich mir angeschaut, habe nicht viel erwartet, am selben Tag noch Fincher hinterhergeguckt. Es war ist eine komische Zeit gerade im Kino mit Fincher und Luc Besson und Ridley Scott und Martin Scorsese haben alle Filme im Kino jetzt gerade. Also ich fühle mich, als ob wir in der Zeitmaschine wären. Und ich war wirklich richtig begeistert von Dogman. Ich finde ihn ganz toll. Und da habe ich schon eine Erwartung gehabt, hatte dann diese Einschränkung, dass, naja, kam jetzt bei vielen nicht so gut an. Und also es war für mich ein sensationeller Film. Also es passiert dann doch immer wieder, auch in der jetzigen Zeit, dass man auch mal richtig begeistert sein kann. Ja, auf jeden Fall. Also das wollte ich auch gar nicht so absprechen. Also den Dogman habe ich noch nicht gesehen, der steht noch auf meiner Liste. Aber ich denke auch so immer, Luc Besson war auch, wurde öfter mal kritisch gesehen, der spätere Luc Besson. Also weil man ihn, glaube ich, auch gemessen hat, glaube ich, an den ersten Sachen immer ein bisschen, oder? Also das Lustige ist, weil wir ja in Deutschland auch mit unseren Filmemachern nicht so liebevoll, sondern eher gnadenlos ins Gericht gehen, dass es in Frankreich mit Luc Besson auch schon immer so war. Also ich habe viel Zeit da verbracht, hatte da auch mal eine Freundin und war mit der auf einer Theatertour. Und da waren die ganzen Schauspieler und ich war ein bisschen der Exot als Deutscher, haben sie mich gefragt, wen ich denn so toll finde. Und ich war, das war 1999, ne, jetzt nur mal so für Kontext. Und ich war damals großer Fan, hab gesagt, Luc Besson, absolut großer Fan. Und dann war wirklich die Reaktion fast wörtlich zitiert, ist ein paar 20 Jahre her, war so nach dem Motto, also das finden wir ja schon toll, dass du das so offen zugibst, dass du Luc Besson toll findest. Wir hätten jetzt eher gedacht, du sagst so Fassbinder oder sowas. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, okay, der ist auf der ganzen Welt momentan der erfolgreichste französische Regisseur, aber für so intellektuelle Franzosen ist das, so, keine Ahnung, der Roland Emmerich von Frankreich oder so. Also es war interessant, weil Jesus hat es ja schon gesagt, der Prophet im eigenen Lande. Ne? Also es ist einfach immer ein bisschen schwieriger, wenn man kulturell nahe ist an den Werken. Ja, das ist nachvollziehbar, aber ich finde das trotzdem immer ganz, oder fand das immer natürlich dann eben aus der Ferne toll, was er auch mit Europacorp gemacht hat, also so dieses bisschen wirklich dann wie kommerzielles Kino in erster Linie produziert hat auch und auch amerikanische Schauspieler geholt hat und so und dann in Frankreich alles gedreht hat. Das fand ich schon bemerkenswert. Es ist mega, also gefühlt ist er die halbe Filmbranche Frankreichs. Also was sie da alles auch an Nachwuchsregisseuren, Nachwuchsautoren, also es gibt einfach wahnsinnig viele Filme, die es nur durch ihn gibt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es von ihm als Regisseur eine lange Durststrecke gab, weil er einfach erstmal eine Industrie aufgebaut hat. Und ich glaube, aber trotzdem für uns in Deutschland war er ja, glaube ich, auch so mit Leon der Profi in der Zeit, so in den 90ern, da habe ich ihn auch tatsächlich das erste Mal auch wahrgenommen so und dann erst die ganzen Sachen nachgeguckt, da war er eher für Intellektuelle ein Thema, glaube ich, eher so. Also wenn man cool sein wollte in den 90ern, habe ich das Gefühl. Ja, in Deutschland. In Deutschland, dann hat man gesagt, mein Lieblingsfilm ist Leon der Profi, also das war so, da konnte man nichts gegen sagen, das war so okay, ja, so denke ich. In Deutschland, ja, klar. Im Umkehrschluss, das wär mal auch eine interessante Frage eben, wie empfinden Sie denn, wie werden Sie denn selber in Deutschland wahrgenommen als Filmemacher? Also zu wenig oder hat man Sie überhaupt auf dem Schirm oder sind wir überhaupt ein Kinoland? Nee, also Deutschland ist kein großes Kinoland, das wissen wir ja allein an der Zahl, an der statistischen Zahl, wie oft man ins Kino geht. Ich finde, das ist der größere Gradmesser als jetzt irgendwelche Zeitungen und so weiter. Und der Deutsche ist, glaube ich, absolutes Schlusslicht in Europa,
was die Kinogänge pro Jahr angeht. Ich glaube, wir sind in Deutschland bei unter 2 im Jahr. Das müsst ihr jetzt selber googeln. Selbst wenn ich mich jetzt da total vertue, ist es auf jeden Fall so, dass wir sehr weit hinten sind und sehr wenig pro Kopf ins Kino gehen, tatsächlich. Und das ist natürlich schade, weil das ist irgendwie so die Leitindustrie, mit der man alles andere bezahlt bekommt und der dieser Arbeit überhaupt Wert gibt, ist immer noch der Kinobesuch. Ja. Und also was meine Wahrnehmung angeht, ich bin gar nicht angetreten. Ich habe das Kino absolut geliebt. In meiner Kindheit, es war eine Flucht aus der Kindheit, es war ein durchgehender, ich bin sehr viel umgezogen, es war ein durchgehender Freund und allein dabei sein zu dürfen in diesem Feld war für mich der Traum und es ist absolut, kann man jetzt ja nach 25 Jahren Karriere sagen, es ist einfach wahr geworden für mich, ein Traum und ich will mich über die ganzen Themen, über die man sich unterhalten kann, da die vielleicht Schwierigkeiten darstellen, also sowohl Wahrnehmungen, Förderungen, Kritiken, Finanzierung, Redakteure. Also es gibt ja sehr viel, mit dem man da täglich zu kämpfen hat. Ich glaube, die gibt es aber in allen Berufen. Ne? Vorgesetzte, Kollegen, Budget-Cuts und so weiter. Ich glaube, das gibt es fast in allen Berufen. Und ich will darüber nie vergessen, dass es einfach ein Traum ist, überhaupt mitgestalten zu dürfen. Also allein, dass man, ich habe alle Cinemas auch im Schrank stehen, von 1976, der ersten mit Belmondo auf dem Cover bis heute. Und alleine, dass man da reingreifen kann und man kann Blade Runner rausziehen und Star Wars und Der Weiße Hai und dann kann man auch hingehen und Antikörper rausziehen oder Pandorum. Allein das ist für mich schon großartig. Ja, das finde ich ganz toll. Also und natürlich Hut ab vor ihrer Bescheidenheit, aber ich habe natürlich öfter mal das Gefühl, dass einige, auch Schauspieler, zum Beispiel Schauspielerinnen, die in Amerika auch teilweise gedreht haben und also als Beispiel fällt mir zum Beispiel Werner Dehn ein. Ich weiß nicht, ob Sie Werner Dehn kennen. Ja, der war bei mir in der Filmtalkshow mal zu Gast und da haben wir auch kurz darüber gesprochen, so mit dieser Wahrnehmung und da gibt es natürlich auch andere Exporte, die werden vielleicht mehr wahrgenommen. Deswegen meinte ich das so medial. Ja? Und jetzt ist ja das, was Sie so bisher gemacht haben, geleistet haben, ist ja nicht so wenig. Also ist ja nicht, dass man sagt, so ja, hat er mal so ein kleines Filmchen da gemacht, sondern Sie haben ja schon eine große Karriere hingelegt. Und da habe ich so gedacht, ach ja, müsste man eigentlich, also Sie hätten es ja eigentlich verdient, dass man Sie eigentlich mehr wahrnimmt. Ja? Sie sagten nämlich mal in einem anderen Interview, was ich gehört habe von Ihnen, bei Antikörper hätte man Sie in Deutschland nicht so schnell wahrgenommen, erst nachdem es im Fernsehen gelaufen wäre. Genau, also das war einfach eine Lektion über die Branche, wie es läuft. Es gibt ja zwei Wahrnehmungen. Es gibt ja die vom Kunden, vom Zuschauer, so eigentlich drei. Es gibt ja auch noch die vom Kritiker, also von den professionellen Zuschauern. Und dann gibt es die Branche und die Leute, die letztlich dafür sorgen, dass dein nächstes Projekt finanziert wird. Und da war ich tatsächlich, da habe ich erstmal relativ ernüchternde Erfahrung gemacht, weil Antikörper lief ja zuerst in Amerika auf dem Tribeca Film Festival und das gab einen irrsinnigen Hype, also sogar alle großen Agenturen, alle großen Studios, alle großen Produzenten wollten sich sofort mit mir treffen. Ich habe Angebote bekommen für große Filme und in Deutschland hatte ich ein Nachfolgeprojekt, wo mir dann letztlich von dem verantwortlichen Redakteur des Bayerischen Rundfunks gesagt wurde, das war ein Projekt für, ich weiß nicht mehr genau, das waren so 4,5-5 Millionen Euro und Antikörper hatte ja 2,3 oder sowas. Und der Redakteur hat den Film gesehen, also gezeigt bekommen im Kino und mir dann gesagt, dass das doch ein zu großer Schritt für mich sei und dass ich doch erstmal einen Polizeiruf zum Beispiel für den Bayerischen Rundfunk machen sollte. Und da hatte ich schon Meetings mit Jerry Bruckheimer hinter mir. Also das war einfach absurd, dass man dachte, okay, in Deutschland wird im Grunde von der Branche erstmal gesagt, mach erstmal ganz brav einen Schritt nach dem anderen. Und ich meine, das ist nichts gegen den Polizeiruf, das ist eine super respektable Reihe. Aber nach Antikörper zu sagen, jetzt wäre das erstmal der logische nächste Schritt, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also
Und letztlich stand das Telefon still und es ging nicht richtig vorwärts. Und alles, was da kam, und da kamen dann 4, 5 Anrufe täglich, war aus den USA. Und ich habe das ein bisschen als jemand, der gar nicht gesagt hat, ich will in die USA gehen, aber ich habe es als sehr deutlichen Fingerzeig gesehen, dass das jetzt einfach machen muss. Das ist einfach das nächste, der nächste logische Schritt. Und aus meiner Sicht, ich meine, mein erster Film war ein Amateurfilm, Curiosity and the Cat, mit gar keinem Geld, no budget. Das einzige, ich hatte 50.000 D-Mark für den ganzen Film und das ist ein 90er Spielfilm. Also da kann man, habe ich mich hoch verschuldet dann im Nachhinein. Der zweite Film war ein absoluter Independent-Streifen mit Antikörper. Und der dritte Film war ein Paramount-Film mit René Zellweger und Bradley Cooper. Was aus meiner heutigen Lebenserfahrung viel unglaublicher ist als damals, als ich im Auge des Orkans war. Damals für mich war das, ja, das ist jetzt, da sind die Angebote und jetzt bin ich ein Jahr hier und jetzt wird es dieser Film werden. Es war eine ganz andere jugendliche Naivität fast, mit der ich da das erlebt habe, als heute, wo ich sage, okay, das ist schon ein extra, also der Sprung vom ersten zum zweiten Film ist enorm und der vom zweiten zum dritten ist noch viel enormer. Ein Wunder, dass ich nicht durchgedreht bin dabei. Ja gut, ich glaube, die Naivität sozusagen, wenn man es so nennen kann, vielleicht, dass man so eine gewisse Naivität hat, die bringt einen da ja so gut durch oder dass man es halt auch gar nicht so überdenkt wahrscheinlich, gell, sondern dass man ja, so nimmt, also ich habe, es gibt eine Naivität und es gibt halt auch, sage ich mal, gleichzeitig so eine realistische Bodenständigkeit, dass ich jetzt auch nicht dachte, okay, das ist jetzt mein Leben für immer und ich bin jetzt Hollywood Star oder so, ne? Also ich bin, glaube ich, auf dem Boden geblieben. Aber wie unglaublich das ist, habe ich damals nicht so richtig verstanden wie heute. Das heißt aber, also Sie, ich habe, das habe ich mir auch angehört in einem Interview, dass Sie gesagt haben, irgendwann, Sie sind dann halt auch im Grunde nach Deutschland zurückgekehrt, aus verschiedenen Gründen, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber Sie hätten theoretisch auch in Hollywood eigentlich bleiben können, hätten sagen können, ja, ich bleibe in Hollywood und mache Projekte, vielleicht eben auch Projekte, wo ich wie nur angeheuert werde für. Ja. Genau, also es war damals, wir können ja kurz darauf eingehen, also es war eine große Mischung aus Themen. Also erstmal, ich kam dahin und einer der Gründe, habe ich ja gerade gesagt, warum ich dahin will, war diese Branche, die einfach sehr schnell junge Talente ausfindig macht und unterstützt und pusht. Und so ein Kontrast zu Everything is Possible, diese Can-Do-Mentalität der Amerikaner, während in Deutschland eher zu der Zeit auf jeden Fall Trübsalblasen und Pessimismus. Na, ob das was wird, war so die ständige Begleitung bis hin zu, als ich als Praktikant und Runner und Fahrer und so an Sets war, bin ich wirklich fast ausgelacht worden für meinen Traum, Regisseur zu werden. Und dann kam ich dahin und genau als ich da wirklich noch gar nicht so lange war, 1,5, 2 Jahre, gab es erstmal den Kollaps von den ganzen Specialty Divisions, von den Studios. Das heißt, Paramount Vantage, New Line Cinema, Warner Independent Pictures, es gab lauter, also die Studios haben sich eine ganze Weile so, ich sag mal, Arthouse-Divisionen geleistet und dadurch gab es 20, 25 Buyer, zu denen man Projekte bringen konnte und die haben alle dicht gemacht und die ganzen Leute sind entlassen worden und sind reingezogen worden in die Hauptstudio, also unter das Hauptdach des Studios, Focus Features, all diese Sachen sind verschwunden und auf einmal gab es nur noch 5, 6 Studios und dieser Trend, den wir jetzt alle beobachtet haben und zu Genüge kennen, dass die Projekte immer teurer und blockbusteriger werden mussten oder günstiger und kleiner, der fing da schon an, als ich da war. Also selbst damals war es schon so eine Entwicklung, dass die Filme, für die ich eigentlich Regisseur geworden bin, nämlich die Mid-Budget, Erwachsen, Action, Fantasy, Drama, Comedy, Filme, dass die eigentlich sehr, sehr schwer hatten und immer mehr verschwunden sind. Und das Projekte, Franchises sein mussten, wo du dann halt ein Angestellter oder ein Rädchen im Getriebe bist als Regisseur. Oder du hast Filme, also ich habe Angebote bekommen für, ich sag mal, einen Zombie-Film zum Beispiel, für 1,5 Millionen dann in Osteuropa drehen.
wo ich gesagt habe, also für 1,5 Millionen in Osteuropa drehen, da kann ich auch in Deutschland arbeiten. Das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Aber jetzt so ein, ich sag mal, Marvel, DC, so diese Sachen, das interessiert mich wirklich gar nicht. Also es ist vielleicht von außen ein toller Traum, aber wenn man so ein bisschen die Innenansicht hat, ist es eine sehr deutliche Entscheidung, ob man das will, ob man 2,5, 3 Jahre seines Lebens dabei sein möchte. Weil man ist eigentlich nur dabei. Mhm. So, das war das. Dann gab es einen Writer Strike damals, den ersten. Auch da wiederholt sich gerade ja die Geschichte. Und die Agenturen haben sich gegenseitig aufgekauft. Und auf einmal hatte ich wirklich so tägliches Jammern von allen gehört und dachte, also für Jammern muss ich ja auch nicht hinkommen. Die Art Filme gibt es gerade nicht. Und ich bin ja der Vater, ich habe 5 Kinder. Und es war dann wirklich, gab so diese Frage, okay, wo gehen die zur Schule? Will ich kleine Amerikaner aufziehen, ne, mit denen ich dann vielleicht noch weniger gemeinsam habe? Es gibt da ja ganz viele Studien über Migration und dass zum Beispiel es für jemand, der Migrant ist, sehr viel schwerer ist im Alter mit der geistigen Gesundheit. Es ist sehr viel schwerer mit der Verbindung zur eigenen Familie. Es gibt also sehr viele langfristige Auswirkungen. Das wollte ich für mich nicht. Ich wollte schon das Gefühl haben, dass wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, dass die Generationslücke, die ja eh viel größer ist als in früheren Jahrhunderten, also dadurch, dass sich alles so schnell verändert, dass sie nicht noch mit einer Culture Gap und noch einer Sprachlücke und so weiter verbunden wird. Mhm. Also das war so diese Gemengelage von all dem. Und was auch dazu kam, inzwischen hatte Deutschland es mitbekommen, dass es mich gibt, und es gab jetzt plötzlich Möglichkeiten für mich in der Heimat. Und deswegen bin ich nach 3 Jahren wieder zurück. Ich habe allerdings immer noch meine Vertretung da. Ich habe auch tatsächlich noch internationale Projekte, die dann zum Beispiel von CAA vertreten werden. Aber meine beiden größeren Hollywood-Produktionen sind ja auch gefloppt. Das bedeutet, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr vorsichtig, was mein dritter amerikanischer Film werden soll, weil ich einfach für mich die Kalkulation habe, dass es, wenn der auch wieder floppt, mein letzter wahrscheinlich ist, und dann soll er es wert gewesen sein. Das heißt, mein nächster amerikanischer Film, den muss mir so gut gefallen inhaltlich, dass ich sage, dafür kann es auch mein letzter sein. Ja, und dann haben sich ja wahrscheinlich auch die Möglichkeiten generell auch durch die Streamer und so weiter verändert, auch in Europa zum Beispiel, oder? Dass die Streamer anfangen, in den einzelnen Ländern zu produzieren. Und da hat man, also ich habe gesehen, dass bei Dogs of Berlin, das war das, glaube ich, Dogs of Berlin, da haben sie gesagt, dass Netflix an sie herangetreten ist, ob sie einen Stoff haben, gell? Ja, über Facebook. Über Facebook, war, so wie ich. Das war die seltsamste Anbahnung eines Stoffes, aus dem was geworden ist, ja, für mich ever. Also ja, ich hab diesen, es hieß eine ganze Weile Berliner Hunde entwickelt für mich, ein Stoff, den ich dann in den ersten Stadien war, da einen Vertrag mit dem NDR abzuschließen, dass das eine ARD-Serie geworden wäre. Und es ging wahnsinnig zäh und es war schwer zu koordinieren, weil wir doch ein bisschen Geld brauchten. Und vor allen Dingen dann auch die Frage, wo wird es gesendet, was ist der Sendeplatz, weil der Sendeplatz bestimmt dann die Redaktion und den Topf und so. Und das waren also Sachen, mit denen ich viel zu tun habe und mit denen ich auch klarkomme, aber die mich in dem Moment wahnsinnig genervt haben, dass es immer so sein muss. Und da hatte ich wirklich relativ, also war mein Frustrationsgrad gerade relativ hoch, und dann poppte diese E-Mail auf von Eric Barmack von Netflix, so richtig, hi, this is Eric Barmack von Netflix, we're trying to break the mold of television in Germany, do you have a show for us? Das waren so 3 Sätze, und dann habe ich zurückgeschrieben, I do have a show, if this is really Netflix, weil ich erstmal mich, hätte ja auch der berühmte wie sagt man, Ölscheich aus, Prinz aus Nigeria oder so, ja, sein können. Ja, ja, genau. Deswegen war ich nicht sicher, ob das jetzt so stimmt, aber der Kontakt wurde dann hergestellt, und ich habe dann tatsächlich 2 Shows gepitcht, die schon vorlagen. Das waren Slöborn und Dogs of Berlin. Und die hatten eine Show namens The Rain aus Skandinavien, weswegen Slöborn für sie zu nah dran war an etwas, das sie schon haben, aber Dogs of Berlin haben sie dann super schnell gemacht. Also ich hatte dann keine Zeit. Ich hätte, das war noch vor Dark, ich hätte mit Dogs of Berlin auch die erste Netflix-Serie haben können, aber ich hatte noch den Zweiteiler von dem Til Schweiger-Tatort
abzuliefern, plus den Kinofilm. Deswegen waren es dann noch 2, 3 Jahre, bis Dogs of Berlin wirklich gedreht wurde. Auf was werden Sie denn am meisten angesprochen von Ihren Projekten her? Regisseure sind ja zum Glück vom Gesicht her nicht so bekannt, deswegen werde ich... Ja, nicht unbedingt, ob sie angesprochen werden, sondern auf welchen Film werden sie denn am meisten oder auf welche Serie? Nee, aber deswegen sage ich, es ist ja eher so, dass man, ich werde an Flughäfen und ähnlichen Situationen, wo Leute aus irgendeinem Grund wissen, dass ich lande, da ist es tatsächlich immer noch Pandorum am meisten, dass die Leute DVD-Cover haben und sagen, unterschreibt das bitte, Case Study 9 auch. Also das macht schon einen Unterschied mit den internationalen Releases von den großen Filmen. Aber ansonsten sind es doch eher die Schweiger-Tatorte. Also in Deutschland. Aber die Leute kriegen oft das gar nicht zusammen. Also ich habe so viel gemacht und fast jeder kennt eine oder zwei Sachen. Aber wenige, außer so Kinonerds oder Fanzeitschriften, aber so der ganz normale Bürger, der einfach abends sagt, was gibt's denn so im Fernsehen, der kriegt nicht zusammen, dass das eine Person ist, der all das gemacht hat. Kriegen ja nicht mal Kritiker zusammen. Also ich habe auch Borowski und der stille Gast zum Beispiel. Da habe ich ja einen, das kann man jetzt gut und mit Fug und Recht inzwischen behaupten, weil er immer wieder auftaucht, ist einer der besten Tatorte aller Zeiten von den Kritikern. Ne? Also das ist immer bester Tatort des Jahrzehnts, 3, 4 Tatorte genannt, ist immer dabei. Also Klassiker, 2 Fortsetzungen bekommen, zigfach wiederholt, Kritiker, Darling hoch 10. Und dann mache ich den Schweiger-Tatort mit Absicht, was ganz anderes. Mit Absicht eine absolute Popcorn-Verbeugung vom Lethal Weapon, Die Hard und so weiter, Action-Hero-Kino der 80er Jahre. Und es hat nicht einer in seinen Kritiken erwähnt, dass ich ja auch die also anderen 2 Tatorte für den Borowski gemacht habe. Für die war ich dann plötzlich der Til Schweiger-Regisseur und plötzlich stand ich nur für das. Also in der ganzen Tonlage konnte sich kaum jemand vorstellen, dass man mit Absicht 2 sehr disparate Visionen hat für dasselbe Format und dass alles, was man da tut, sehr wohl überlegt ist. Es war wirklich so, als ob ich gerade angefangen hätte und wär irgendwie aus einer Videothekenmaschine der 80er Jahre rausgeplumpst. Also fand ich sehr, sehr seltsam, dass ich dachte, ich war ja mal Kritiker, wenn mir jemanden, der erst eine Art Tatort bedient und dann eine andere, dann will ich dem zumindest zugestehen, dass dahinter jeweils eine Vision steckt und dass das nicht einfach so passiert ist. Ja gut, vielleicht Schubladendenken auch ein bisschen, oder? Dass man sehr schnell in Schubladen... Aber ich bin in 5 verschiedenen Schubladen, das ist ja das Lustige, was ich meine. Aber das spricht ja für Sie, für Ihr Talent, oder? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung, dass ich sehr früh oft in Interviews oder in Promotion-Kampagnen oder auch in Besprechungen merke, okay, der kennt den Christian Alward, der kennt den und weiß dann schon immer, was dann so kommt als nächstes. Also ich finde ja, wo ich mir jetzt so viele Sachen auch von Ihnen so durchgelesen angeguckt habe, nochmal so alles so bei der IMDb, was da so alles steht und so. Und ich bin nicht so ein Seriengucker, deswegen musste ich mich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Ich gucke eigentlich am liebsten immer nur Filme, weil ich immer denke so. Ich gucke auch lieber Filme, ja. Es dauert so lang mit den Serien. Und aber eines Tages mache ich das. Wenn ich in Rente bin, gucke ich ganz viel Serien, hole ich ganz viel nach. Und dann denke ich so, ja, also hab's überlegt als Resümee, was zeichnet denn den Herrn Alward so aus? Und das Erste, was ich finde, ist, ich habe das Gefühl, dass sie sehr stark Wert auf Geschichten und auf Stories legen. Also sagen, okay, das ist irgendwie eine coole Story. So ein bisschen auch immer am Puls der Zeit sind, habe ich das Gefühl, mit manchen Sachen auf jeden Fall, wenn man das so sagen kann. Und dass ich würde sie vielleicht auch eher beschreiben, wenn ich das Ganze anschaue, was sie so machen, vielleicht auch als Produzent, dass sie eine Art Thriller-Regisseur sind. So, das ist so ein bisschen, was so, finde ich, so da ist. Also es ist natürlich ein Ausflug Science-Fiction, vielleicht dann auch ein bisschen Krimi, aber es ist immer nicht, es ist mehr so dieser Thrill, wenn ich sie beschreiben würde. Und ich finde aber auch, deswegen fand ich es auch interessant, weil Sie das gesagt hatten mit Luc Besson, weil das war zum Beispiel auch das, wenn ich mir Antikörper zum Beispiel angucke oder auch andere Sachen. Ich finde, da ist so ein, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder so, aber so ein gewisser Stil, den auch Besson hat, gerade so manchmal so Nahaufnahmen,
habe ich schon das Gefühl, dass da auch so was drinne ist. Und das finde ich ganz toll, weil ich mag diesen Stil total gerne. Also so, das wäre so unterm Strich, was so rauskommt, wenn ich so über sie, wenn ich sie schnell beschreiben müsste. Könnten Sie damit konform gehen? Ja, absolut. Also es ist, ich mache mir tatsächlich sehr viele Gedanken über die Sprache, über das Vokabular des Kinos und auch mein Vokabular und eigene Stärken und auch so eine Theorie vom Filmemachen, für die man steht. Das ist aber etwas, das tatsächlich eher hinter den Kulissen stattfindet, wo ich mich mit meinen Mitstreitern, Drehbuchautoren, Co-Regisseure, Kameraleute sehr, sehr, sehr viel darüber unterhalte und es wird auch immer mehr präzisiert. Es ist aber was fast wie so das, also momentan noch, vielleicht komme ich ja irgendwann in das Alter, wo das öffentlich stattfindet und man da vielleicht, keine Ahnung, mal Gastdozent ist oder so, aber es ist tatsächlich etwas, was momentan verborgen ist vor der Öffentlichkeit, sogar der Kritikeröffentlichkeit, ne? Also weil man sich damit auch ganz schön angreifbar macht, verwundbar macht. Man hat so relativ klare Theorien, nach denen man seine Geschichten aufbaut, wonach man sucht, und möchte die vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit sehen erstmal, ne? Vielleicht in der Fachöffentlichkeit so, aber nicht in. Aber es ist tatsächlich so, also für mich ist ganz, ganz wichtig die Geschichte. Also gibt ja auch Filmbewegung, für die ist das Gefühl oder erstmal eine Figur oder so wichtig, aber für mich ist es auf jeden Fall immer, ich bin sehr geschichtenorientiert, auch in dem, was mir gefällt. Und ich mag die Tradition des Erzählers, also jemand, der die Geschichte im Griff hat, jemand, der dir diese Geschichte erzählt. Sag mal, Hitchcock ist so jemand, der ganz klar mit Überwältigungskino gearbeitet hat. Das heißt, jede Kameraeinstellung soll dich manipulieren, um den Gedanken oder die Empfindung zu haben, die Hitchcock möchte, dass du sie hast. Jeder Musikeinsatz, alles führt dazu, dass er eigentlich das Publikum im positiven Sinne manipuliert, nämlich zu diesem Thrill-Ride oder zu dieser Geschichte oder zu diesen Gedanken und Befürchtungen. Und es gibt alle möglichen Kinobewegungen, die das ganz anders sehen. Leute, die sich maximal zurückhalten wollen als Erzähler, die am liebsten vielleicht die Kamera irgendwo hinstellen und die Figuren laufen nur durchs Bild und so. Ne? Also es gibt ja alle möglichen Richtungen von Kino, denen ich nicht anhänge. Und das Überwältigungskino ist sehr, sehr oft im Genre unterwegs. Sag mal, Spielberg, Peter Jackson, Guillermo del Toro, also diese Regisseure sind ja Anhänger eines bestimmten Kinos und erzählen dann aber auch gehäuft oder viel häufiger bestimmte Geschichten. Also Spielberg erzählt halt nicht, ist halt nicht Halt auf halber Strecke. Ne? Das ist halt was ganz anderes. Ich nenne gern Dresden als Gegenbeispiel, weil ich den so wahnsinnig respektiere und finde, dass er in dem, was er macht, sehr, sehr gut ist und ich die Filme toll finde. Aber es ist eine völlig andere Theorie vom Kino, ein Dresden verfolgt, als das, was ich verfolge. Und ja, von daher ist da natürlich ein gewisses Stilbewusstsein auf jeden Fall dahinter. Ich habe meine Filme sehr lange, eigentlich die ersten 10 Jahre von meiner Arbeit komplett gestoryboardet, bevor ich auch nur einen einzigen Shot gedreht habe. Das hat jetzt in letzter Zeit, mache ich das eher schriftlich, weil mir das inzwischen reicht, aber die ersten Jahre haben wir diese Visualisierung tatsächlich komplett durchgezeichnet. Und seit einiger Zeit mache ich ja, ich habe ja schon ewig zweite Kamera gemacht bei meinen Filmen und Serien und seit einiger Zeit bin ich die einzige Kamera auch am Set. Also Okay. das erste Mal komplett 100% Kamera war Freies Land. Das war ein Kinofilm, den ich auch sehr, sehr liebe, weil Freies Land eigentlich alles erfüllt, was meine Theorie vom Kino so braucht, obwohl es ein ganz anderer Film ist als zum Beispiel ein Pandorum oder so. Was ich ja auch da eben damit meinte, was ich eben Sie gefragt habe oder diese Erklärung gerade mit dem Stoff entwickeln oder mit den, dass diesen Wert auf Geschichten legen, ja, wo man sagt, na ja, jeder Regisseur macht das ja wahrscheinlich, aber es gibt natürlich, glaube ich, aus dieser subjektiven Sicht, die ich nur einnehmen kann, Regisseure, die sagen, ja, ich mache jetzt mal den Film, dann mache ich mal den Film, also die man auch vielleicht anheuert eher, und es gibt halt diese Regisseure, die so ihre eigenen Stoffe
Also wir wären ja vielleicht da wieder bei Luc Besson, also der eher so sagt, ich schreibe die Geschichte oder ich erzähle, ich möchte diese Geschichte erzählen. Für mich dann eher der wie der Filmemacher, eigentlich der klassische Filmemacher, so wo alles eher aus einem Guss kommt und so. Das Gefühl habe ich eben bei Ihnen auch, ja. Ja, das klingt erstmal so, ja, da haben Sie natürlich recht, dass es dieses Jahr, ich lege Wert auf die Geschichte, klingt erstmal selbstverständlich, aber ist es tatsächlich nicht unbedingt, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also es gibt zum Beispiel gerade jetzt eine sehr erfolgreiche Kinorichtung, die vor allen Dingen Wert aufs Spektakel legt. Ja, Ne? Also ja, das ja, ja, ja. ist einfach in 70, 80% der Blockbuster der letzten Jahre so, dass zunächst mal das Spektakel wichtig ist. Und dann gibt es auch respektable, selbst bewundernd, also Helden von mir, die Helden sind, weil ich sie toll finde, aber nicht, weil ich sie nachahme, die dann sagen mir, ich will ein bestimmtes Gefühl einfangen. Oder ich möchte eine bestimmte These erkunden und erforschen. Oder ich habe eigentlich nur eine Figur und eine Musik mit dieser Figur. Ich möchte dieser Figur folgen und die Geschichte. Das alles, was alle zum Beispiel, die viel improvisieren, ja, müssen de facto ja von was anderem ausgehen als der Geschichte, weil sonst könnten sie nicht improvisieren. Und es gibt halt auch den personellen Erzähler bis hin zum Ich-Erzähler. Und bei mir ist es eigentlich ja, gottgleiche Erzähler von eines Romans. Also in dem Sinne vergleichbar mit dem Roman. Und für mich ist wirklich das Allerwichtigste, was zuerst kommt, vor der Atmosphäre, vor den Figuren, vor dem Spektakel, ist wirklich der Plot. Saugt mich der Plot rein, ist er spannend. Das war ja was anderes, was wir auch angesprochen haben, mit dem Thriller. Für mich ist eigentlich der Thriller mit allem anderen immer kombinierbar und ist aus meiner Erfahrung, was ich als Jugendlicher, als ich Kino für mich entdeckt habe, was fast wie eine Droge war, dass jeder Filmrichtung ist besser, wenn sie gleichzeitig spannend ist. Das heißt, ich weiß heute noch, wie ich das erste Mal Alien gesehen habe, einen meiner Top 3 Films of all time. Ich weiß noch, da war ich 14 oder so, ich weiß noch, wo ich saß, auf dem Boden, wie der ganze Raum aussah. Alles ist eine so prägende Erfahrung gewesen, weil der Film so wahnsinnig, irrsinnig spannend war, dass also ich glaube, wenn man vergessen könnte zu atmen, hätte ich es getan in dem Moment. Und klar, es ist ein Science-Fiction-Horror-Thriller. Aber selbst bei einer Liebesgeschichte finde ich es intensiver, wenn ich einen Vertreter dieses Genres sehe, wo ich nicht alles weiß, was kommt und wo ich befürchte, dass es schiefgehen könnte, weil der Film so gut gebaut ist und der Plot so nachvollziehbar und die Probleme so echt, dass ich denke, okay, ich weiß gar nicht, wie das Ganze hier ausgeht. Dann ist es für mich die intensivere Erfahrung. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie mit großer Freude irgendeine Komödie sehen kann, die null Spannung hat und einfach nur lustig ist. Das gibt es natürlich genau. Also ich fand jetzt Borat nicht spannend und finde es trotzdem mega großartig, den Film. Aber in meiner Theorie vom Filmemachen, das, was ich anstrebe, sollte eigentlich immer irgendwie dazu führen, dass man als Zuschauer eigentlich nach vorne rutscht auf dem Sessel und näher ran will und eigentlich das Herz rast, ja. Ja, was Sie auch mal gesagt haben, das finde ich halt ganz genauso, weil Sie eben auch von Alien gesprochen haben und Sie sagten das auch mal in einem Interview über Nikita von Luc Besson, dass man letzten Endes, wenn die, man hat das Gefühl, das ist echt, obwohl eigentlich die Geschichte total übertrieben absurd ist. ist, ja. Ja, Also absolut. Nikita ist eigentlich zwar ein Erweckungserlebnis. Ich habe diesen Film, der ist ja gar nicht so bekannt, aber ich habe diesen Film bei mir, der hängt als Plakat bei mir im Büro und das ist für mich der Blueprint von meiner Theorie vom Filmemachen. Das ist wirklich alle Regeln, die ich für mich entdeckt habe und umso mehr ich herausfinde übers Filmemachen, umso mehr stelle ich wieder bei einem Rewatch fest, dass er das alles schon weiß. Gibt natürlich da noch mehr Filme, aber da verbinde ich halt mit, ich war da 16, als ich im Kino war und ich bin am nächsten Tag nochmal rein und am nächsten Tag nochmal rein, weil ich wollte schon 3, 4 Jahre Filmemacher werden, aber plötzlich habe ich was gesehen, wo ich gesagt habe, ah, das will ich machen. Vorher wollte ich Filme machen, aber ich hatte noch keine Ahnung, ob ich Star Trek machen will oder ein Western oder so. Ich habe noch alles gemocht, ne? So, wie es ja auch eine ganze Weile ist. Und Nikita war, ich habe richtig meine ganze Clique damit genervt, weil ich den die ganze Zeit theoretisiert habe, was an dem Film alles so für mich genial ist. Also
Ich finde, dass der Look ist wahnsinnig stilisiert, ohne dass man es merkt. Die Musik ist wahnsinnig packend und ergreifend und die Hälfte vom Film, ohne dass sie wahnsinnig auffällig die ganze Zeit, also klar, für einen Arthouse-Film ist sie viel zu auffällig, aber ich meine jetzt für, die ist nicht so big wie jetzt diese Orchester-Feuerwerke, die jetzt, keine Ahnung, bei Spielberg oder so abgebrannt werden. Aber das Allerwichtigste ist für mich, dass der Plot für mich total echt ist, weil die Figuren total echt sind, obwohl es in einer Welt, in einem Frankreich spielt, was es so gar nicht gibt. Also es wird ja da, ihr wird ja gesagt, sie ist zum Tode verurteilt, was ja zu dem Zeitpunkt schon abgeschafft war, wenn sie nicht für diese mega geheime Organisation antritt, die es ja in Wahrheit gar nicht gibt. Und ich weiß nicht, das können wir beide nicht wissen, ob es wirklich internationale Kill-Missionen von französischen Agenten gibt. Ich glaube eher nicht, who knows. Aber in dieser Welt wird ja so getan, als sei das gang und gäbe. Aber dann kommt ja diese Liebesgeschichte dazu, zu dem Supermarktverkäufer, der einfach mit dieser Frau zusammenlebt. Und die ganzen Szenen sind so genial gebaut, weil er über die emotionale Distanz der beiden anfängt zu reden in einem hochemotionalen Moment in Venedig, während sie gerade einen Mordauftrag hat und durchs Zielfernrohr guckt. Und dann kommen ihr Tränen. Und sie muss die Tränen wegwischen, weil ihr Mordauftrag sonst schief läuft. Aber die Tränen kommen ihr natürlich wegen ihrer Beziehung. Es ist so genial gebaut und so packend. Also es war einfach, ich finde es ein absolutes Meisterwerk. Ich finde ihn auch toll. Haben Sie mal das Remake gesehen? Ja, habe ich einmal gesehen im Kino und dann nie wieder. Hat nichts mehr davon. Es sind völlig okayer Durchschnittsfilm, so wie es sie tausendfach gibt. Aber es ist nicht so eine ganz klare Vision dahinter. Und so eine Atmosphäre und so eine. Auch die Glaubwürdigkeit ist weg. Es ist halt ein ganz dünnes. Also da kommen wir dann ins Detail, wenn ich wirklich anhalte und sage, was ist alles genial. Aber es ist zum Beispiel der erste Auftrag von Nikita, da kommt sie an, ist wahnsinnig aufgeregt, denkt, jetzt kommt irgendwie ein großer Job. Und dann muss sie nur ein Tablett abgeben und dann sagen sie, ja, kannst wieder gehen. Es ist einfach, das sind die Sachen, die es total glaubwürdig machen. Auch, dass alle Bösen, die dann da in den Schießereien mit ihr vermittelt, selber Angst haben und selber nervös sind. Es gibt nicht diese arschcoolen Typen, die es auch ja im wirklichen Leben nicht gibt. Und also es gibt so viele Details, die das Ganze glaubwürdig machen, die mit derselben Geschichte und mit einem anderen Regisseur völlig überzogen wirken würden. Und übrigens für einige Kritiker, also mich hat der Film ja zu 100% überzeugt. Der Film gilt aber überhaupt nicht als großer Film. Also in der Filmgeschichte und der Kritiker, ich weiß gar nicht, was der auf Letterboxd hat, auch so ein 3,2 oder irgend sowas Absurdes. Also es ist schon eine sehr persönliche Sache. Und auch wenn wir über die Wahrnehmung von mir jetzt reden, das ist eine der Sachen, die ich meinen Nachwuchskollegen oft sage. Ich sage, wenn ihr Helden habt, lest die Verrisse, lest die Ablehnung, lest alles, was denen misslungen ist oder als misslungen angerechnet wurde, einfach damit ihr euch darauf vorbereitet, dass ihr nicht gefeiert werdet. Ihr werdet einfach nicht, dann müsst ihr eine ganz andere Karriere anstreben. Aber wenn euer Held, zum Beispiel einer von mir, Paul Verhoeven ist, ja, Paul Verhoeven wird nicht so behandelt wie Visconti. Das ist einfach nicht noch dasselbe. Noch nicht. Ist nicht dasselbe für das Feuilleton. Ich finde Robocop einer der besten Filme ever made. Ja. Kompromisslos in seiner Vision. Absolutes künstlerisches Gesamtmeisterwerk. Aber Paul Verhoeven gilt halt für viele als Trash. So, und dann muss man sich auch nicht wundern. Wenn man dann so eine Helden hat, dann muss man sich nicht wundern. Ich glaube ja, auch Besson hat ja wahrscheinlich auch mit Nikita so ein bisschen das, für ihn war das auch ein bisschen wie, also er wurde schon vom amerikanischen Film geprägt, oder? Ja, also auf jeden Fall, aber das ist ja, ich liebe das französische Kino, weil das französische Kino hat eine große Liebe zum amerikanischen Kino, schon seit den 60er Jahren, selbst bei Außer Atem ist es ja eigentlich schon so, dass eine große Liebeserklärung ist an die amerikanischen Stereotypen, aber durch den französischen Intellekt gebrochen, die Filme auf einmal zwei Welten miteinander vereinen und
Es gibt für mich fast nichts Großartiges als Alain Delon oder Belmondo oder all diese Filme, die dann von auch vom amerikanischen Gangsterkino geprägten französischen Filme. Das sind eigentlich meine Lieblingsfilme. Nikita ist ja fast der aktuellste und modernste von mit 1990. Also. Ja, absolut. Aber das ist, also das heißt letzten Endes auch jetzt, wenn es um ihre aktuelle Arbeit geht oder jetzt die Arbeit der letzten Jahre, sie sind schon sehr stark auch von dieser Nostalgie geprägt. Also tragen das so mit sich. Ich meine, man kann das ja nicht abschütteln. Letzten Endes. Nostalgie, ja, also es ist so, ich gucke, also in meinem Kino hier zu Hause laufen Filme von 1910 bis 2023. Also ich guck nicht immer nur das, was aktuell ist. Ich habe auch versucht, bei meinen Kindern, wenn wir einen bestimmten Film interessant fanden, erstmal die Filme davor, die dazu geführt haben, zu schauen und nicht gleich, also nicht mit Quentin Tarantino anfangen und dann irgendwie die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3, sondern erst die Todesfahrt der U-Bahn und so weiter. Ne? Also wir haben tatsächlich versucht, bis hin zum Stummfilm, einer meiner absoluten Heroes, Buster Keaton, haben wir rauf und runter geschaut, die Filme. Aber ob das Nostalgie ist, ich glaube eher, dass in der Zeit, in der man lebt, da gab es noch keinen Filter. Da kommt einfach alles, was kommt, auf einen zu. Und man sieht den Schrott, die mittelmäßigen Sachen und die genialen Sachen alle gleichzeitig. Während alles, was ein bisschen zurückliegt, man guckt ja nicht den mittelmäßigen Film von 1960, sondern guckt den Film, der bis heute überdauert hat, der Befürworter hat, der kuratiert wird, der restauriert wird, weil wir sagen, der ist so gut, dass der für uns 60 Jahre später noch relevant ist. Und deswegen will ich das gar nicht Nostalgie nennen, sondern das ist einfach die Perlen des Kinos, die sind im besten Falle ewig und sind es wert, geschaut zu werden. Und heute müssen sich erstmal rausstellen, was die Perlen sind. Und ich glaube schon, dass es momentan, es gab es immer wieder, gab es ja auch bei den Monumentalfilmen wahnsinnig viel Schrott. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was heute das Spektakelkino ist, war früher mal der Monumentalfilm. Es gab auch mal eine ganze Weile viele schrottige Western, weil es einfach super erfolgreiches Genre war. Aber es gibt selten Filme heute, die ich finde, die Wert legen auf die Geschichte. Und wenn wir darüber reden, dass mir die Geschichte am wichtigsten ist, dann bin ich halt relativ oft unberührt, wenn ich Filme gucke heutzutage. Aber es kommt immer wieder vor. Und Dogman zum Beispiel ist, wie der Titel schon sagt, ja auch eine Variation eines Superheldenfilms. was, glaube ich, auch nicht jeder verstanden hat, der den geguckt hat. Aber es ist letztlich eine Luc Besson-Variante eines Marvel-Films. Und das fand ich dann wahnsinnig spannend, dass es dann doch geht. Ja, ich meine, Tarantino hat ja mal gesagt, auch so irgendwann mal im Interview, oder hat er schon mehrmals gesagt, glaube ich, so dass er gesagt hat, die 80er waren relativ konservativ, also was die Filme betrifft, also so ein bisschen wie die 50er. Ich habe früher immer gedacht, die 80er wären so innovativ gewesen, aber da, wenn ich mir überlegt habe, was Tarantino gesagt hat, hat er gar nicht so Unrecht gehabt, dass man halt eher so mainstreamiger wurde, nicht so viel gewagt hat, vielleicht in den 70ern tatsächlich dann eben mehr gewagt hat, ohne jeden Zweifel. Und dann ist die Frage eben, vielleicht sind wir wieder in so einer Zeit einfach auch angelangt, oder? Oder vielleicht kommen wir da jetzt langsam raus. Das ist ja meine Hoffnung oder so. Aber dass man halt, man hat sehr viel Mainstream, sehr viel, man wusste, was man bekommt, was einen erwartet. Ja, natürlich auch mit Marvel, diese ganzen Sachen, die gekommen sind. Aber so ein paar Sachen kommen jetzt doch wieder ins Kino, die manchmal vielleicht auch floppen, so wie zum Beispiel The Creator, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel so in letzter Zeit, die ja eigentlich ein Originalfilm sind, trotzdem großes Kino sind. Also ich glaube, also Tarantino hat natürlich mit Sicherheit recht, weil in den 70er Jahren war ja das Auteur-Cinema auf seinem Peak. Aber ich finde, die 80er haben ganz viele sehr großartige Filme hervorgebracht, eben weil das Vokabular und auch die Kniffe des amerikanischen Autorenkinos sind beigesteuert worden, aber es ist eingefangen worden wieder so ein bisschen von dem Wunsch, auch kommerziell zu sein. Und kommerziell heißt für mich, das Publikum abzuholen.
Ja, also kommerziell sein, auf Teufel komm raus, dann hat man diese Komiteefilme, die mag ich gar nicht. Aber es gibt diese zwei Extreme. Und wenn ich einen mega kommerziellen Film wie Uncharted oder so gucke, das könnte mir nichts egaler sein, als den zu gucken in dem Moment. Aber es gibt natürlich genauso mega Autorenfilme, wo ich sage, ja, das hast du jetzt für dich und drei Leute gemacht, diesen Film. Aber es interessiert letztlich sonst niemanden. Und in den 80ern waren diese beiden Kräfte relativ ausgeglichen. Ich meine, ich will nur mal erinnern, dass Blade Runner, mein Film Nummer 1 aller Zeiten, ist ein 80er-Jahre-Film. Zurück in die Zukunft ist für mich einer der besten kommerziellen Filme ever made, also der Publikumsfilme, ist aus den 80ern. Und da gibt es eine ganze, ganze große Reihe von absoluten Highlights aus diesem Jahrzehnt, die genau diesen Sweet Spot treffen. Die Hard ist der perfekte Actionfilm, ist aus den 80ern. Also deswegen, ich habe gar kein Jahrzehnt. Ich finde tatsächlich in jedem Jahrzehnt meine Perlen, wo ich sage, das ist für mich, auch die 50er, die als super konservativ gelten, haben so tolle Meisterwerke geschaffen. Also mir geht es da gar nicht so, dass ich da so meine Vorlieben habe. Mhm. Selbst, also was ich am längsten gebraucht habe, für mich zu entdecken, waren dann so 10er und 20er, weil natürlich das schon sehr alt ist und das Vokabular auch noch sehr begrenzt. Aber selbst da gibt es Filme, die sind so packend, also mal abgesehen von M aus den 30ern, der ich glaube 31 ist der, also der Film ist so geil, den kann man einfach einlegen und gucken, da muss man gar nichts qualifizieren vorher drüber. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Film, den habe ich relativ spät gesehen, jetzt erst so vor 7 oder 8 Jahren, der heißt Sunrise, A Song of Two Humans. Ist ein Murnau-Film, der auch alles, was ich am Kino liebe und bewundere, schon enthält und der sehr, sehr spannend und bewegend und rührend ist, obwohl er ein Stummfilm ist und noch komplett ohne Dialoge auskommen muss. Ich denke auch immer witzigerweise natürlich, gerade in meiner Film-Talkshow denke ich das immer oder reden wir auch manchmal darüber oder ich plädiere dafür immer und denke so, ja, es ist auch alles noch nicht so alt. Also Film ist das Medium. Ganz junge Kunstform. Ist ja eigentlich eine ganz junge Kunstform. Wir sind ja eigentlich mitten im Anfang. Also das ist immer so, was ich sage, so Leute, wir machen hier gerade, das ist ja Pioniersarbeit. Also wir sind ja im Grunde die Ersten in den ersten 100 Jahren, die dann Filme rezensieren oder was auch immer. Weil das ist ja alles noch nicht so lange her. Man kann das ja alles theoretisch, ich meine, ich weiß nicht, ob man alle Filme jetzt in einem Leben schauen kann, das glaube ich nicht. Ja, aber man hat schon noch einen Überblick. Also, vielleicht. Also seit ich auf Letterboxd eintrage, wenn ich was schaue, weiß ich erstmal, wie wenig man schafft im Jahr. Also ich bin wirklich jemand, ein normaler arbeitender Mensch kann, glaube ich, nicht so viele Filme gucken wie ich, weil ich das immer für mich rechtfertigen kann über berufliche Recherche. Mhm. Und trotzdem ist es ein absolut gutes Jahr, wenn ich 500 Filme schaffe. Wow, also, das ist halt viel schon. Das ist schon viel. Ja, Filme. Das ist sehr viel. Ja. Aber jetzt allein meine Filmsammlung besteht aus 4000 Filmen. Das heißt, ich bräuchte allein schon 8 Jahre, um allein meine Filmsammlung einmal durchzugucken. Und da gibt es ja noch unendlich viel mehr Filme, die ich gar nicht besitze. Also es ist auf jeden Fall erschreckend, wie wenig Zeit man hat zum Filme gucken. Ja, deswegen sage ich das auch mit den Serien, dass ich dann die Serien sage, besser nicht, weil da braucht man ja noch mehr Zeit. Ja, das ist immer so das Problem. Bei meinen Serien übrigens nicht, die sind schön kurz. Ach so, ja, das natürlich, natürlich. Und es sind ja auch manchmal sozusagen, sagt man dann, Miniserie. Gell? Auch das, was kommt, oder Bruch, das kommt im Januar, das ist achteilig. Gell? Und ich habe jetzt gelesen, es wird zweimal gezeigt, also wird zweimal je 4 Folgen gezeigt. Stimmt das? Genau, ja. Ja, weil das ist eine Serie, die vor allen Dingen aufs Mediathekenpublikum zugeschnitten ist. Ah. Und die Ausstrahlung erfolgt zwar, aber die ist nicht wo die ARD sich erhofft, die meisten Zuschauer zu finden, sondern deswegen können sie das an einem Abend machen. Aber wenn man realistisch ist, es kommt um 10 Uhr abends, weil es ja auch ab 16 ist, kann es ja nicht vorher kommen. Und ich glaube nicht, dass zwei Freitagabende sich viele Menschen eine neue Serie, von der sie vorher noch nie gehört haben, sich 4 Folgen angucken. Also die Leute werden reinschauen und dann auf der Mediathek weitergucken. Und das ist auch eine Thriller-Serie, gell? Das ist absolut, ein Serienkiller geht es auch oder so. Ja. Das habe ich gelesen. Genau. Es ist auch eine der weil es ja eine große Kollaboration ist mit dem Arend Remmers und dem Adolfo Kolmerer zusammen, habe ich ja nicht alleine gemacht. Und dann muss man über diese Dinge, über die wir jetzt auch gesprochen haben, sehr viel reden. Ne? Wo ist die Realität? Wie wirklich ist es? Was ist es erlaubt an Überhöhungen?
Wie deutsch ist es? Für mich ist es eine total spannende Frage. Seit 10, 12 Jahren, vorher hatte ich die nicht, aber seitdem überlege ich immer, was ist deutsch? Was verbindet das Ausland mit uns? Was verbinden wir damit? Was funktioniert hier, was funktioniert hier nicht und warum und so weiter. Ich finde das ein total spannendes Thema. Vergleichbar mit in der Musik Rammstein, sage ich mal, die haben ja wirklich das, sehr viele Klischees über das Deutsche und das Deutschsein in ihr Modell gegossen und damit so eine Eindeutigkeit bekommen, dass es international weltweit erfolgreich ist und die Leute eher Deutsch gelernt haben. Aber es wirkte halt überhaupt nicht wie eine Nachahmung von irgendwas anderem, sondern es war super originär deutsch. Und das finde ich ein total spannendes Thema. Also haben nicht, Sie da auch Antworten gefunden? Also dass Sie sagen... Ja, sonst für jeden Stoff. Also es gibt wirklich Stoffe, die ich ablehne und sage, der Stoff weiß noch nicht, was er in Deutschland will. Ne? Also okay. Ich finde, ein Stoff, den ich in Deutschland mache, der darf eigentlich auch zumindest in der Version, die ich mache, wirklich glaubwürdig nur hier stattfinden. Ansonsten muss er auch nicht hier stattfinden. Also ich habe zum Beispiel eine Serie gemacht, auch eine Miniseries called The Network mit David Hasselhoff und Henry Hübchen, ja, die sich selber spielen. Mhm. Und den Stoff, der habe ich nach Görlitz verlegt, an die deutsch-polnische Grenze. Und der ist für mich, David Hasselhoff ist ja schon fast deutsch. Und aus dieser Besetzung und diesem Konzept, ich glaube, dieses Konzept wäre in Frankreich, Spanien und so weiter nicht gegangen, dass David Hasselhoff in ein kleines deutsches piefiges Theater geht und da in eine internationale Agentenverschwörung gerät. Das ist einfach, das ist schon die Antwort auf die Frage. Und Oderbruch, ich meine, der trägt es im Titel, ne? Die Serie. Also wir versuchen schon in unserem ganzen Kollektiv extrem diese Frage mal mit zu beantworten. Warum heute, warum hier in Deutschland, warum so? Was ist daran deutsch? Denken Sie, dass es zum Beispiel, das habe ich früher immer gedacht, wenn man jetzt Vorbilder, also das Action-Kino zum Beispiel nimmt, Vorbilder wie Lethal Weapon zum Beispiel, Buddy Cop, was es nicht mehr so gibt, habe ich das Gefühl, jedenfalls nicht im Kino. Also, nee, weil es Mid-Budget-Filme sind. Das ja, macht jetzt so, alles okay, Netflix. Ja. Ja. Und nur noch sozusagen High-End oder ganz billig gemacht wird, ja. Horrorfilme zum Beispiel laufen immer, gell? Weil die haben kein großes Budget und sie haben manchmal innovative Geschichten und so und jeder rennt rein. Ja. Und Horror hat auch eine andere Art Spektakel zu bieten. Stimmt. Also Horror macht nicht das große CGI-Skybeam-Spektakel, aber es gibt Kreischen und Lachen und sich an seinen Nachbar drücken. Also ich habe ja einen Horrorfilm gemacht in den USA und habe da die ganzen Studios und also Daten und Theorien, die Studios auch dazu haben. Und es ist tatsächlich so, dass in den USA, für Deutschland kenne ich es nicht, hier ist auch ein anderes Verhältnis, kulturelles Verhältnis zu Horror, aber in den USA sind das Filme, die von Frauen besucht werden. Also die Frauen möchten gerne in Horrorfilme gehen und am besten ihr Date mitbringen und am besten kreischen und lachen und sich dann ans Date kuscheln, weil alles so wahnsinnig angsteinflößend und scary ist. Also das ist da der Market Research und deswegen wird er auch extrem auf Frauenpublikum zugeschnitten, der Horrorfilm. Und das fand ich eine interessante Studie, dass das einfach ein Date-Movie ist. Horror ist ein Date-Movie. Yeah. Aber jetzt eben so, sagen wir mal, so ein Action-Genre, ich hoffe ja, dass das irgendwann mal zurückkommt, diese Buddy-Cop-Sachen irgendwie, das würde mich ja sehr freuen. Aber sowas zu machen, sagen wir mal in Deutschland, in Berlin, zwei unterschiedliche Cops, die aber auch so von diesem, also so diese Grundstimmung, dass es nicht zu düster ist, nicht zu ernst, sondern auch so ein bisschen, glauben Sie, sowas ist realistisch, sowas kann man hier in Deutschland machen oder ist das sowas, ist extrem schwierig. Also was sich nicht verkauft? Also es ist schwierig. Ja. Es gab Anfragen von Streamern an uns, also nicht nur mich, sondern auch Arin und so weiter. Es gab ganz konkret, wo wir einfach nur hätten sagen müssen, ja, wir machen das und dann hätten wir Budget und Geld und so gehabt. Aber für uns hat wirklich die Frage, was ist daran deutsch, war nicht glücklich beantwortet. Und dann glaube ich, also ich habe es ja beim Schweiger-Tatort versucht. Der Schweiger-Tatort spielt nicht im wirklichen Hamburg. Der spielt in einem fiktional überhöhten Hamburg. Genau wie damals die Serie, an der ich mitgeschrieben habe, die keiner mehr kennt, der Puma. Das war eine Serie, wo alle Martial Arts konnten in Berlin.
Also alle Begegnungen zwischen Bösen und Helden sind über Martial Arts. Donnie Yen hat damals übrigens die Martial Arts Szenen inszeniert. Aber wissen Sie, also, wir hatten gerade letztens eine Sendung über Stallone, da haben wir über Over the Top gesprochen, da haben wir gesagt, jeder in dieser Welt kann Arm drücken. Also es wird auch alles über Arm drücken geregelt und so. Ja. Genau. Und so war das beim Schweiger-Tatort auch. Und ich glaube, das hat schon niemand verstanden. Im Schweiger-Tatort gibt es gleich im zweiten Teil Gangster, die vorm Polizeirevier einen abholen und alle haben so die Waffen an ihren Gürteln und die Cops haben auch die Waffen an ihren Gürteln und dann sagen die, come on, come on. Und das ist einfach ein Western in dem Moment, den wir da machen und kein realistischer Ermittlungsarbeit eines deutschen Beamten. Und es gibt jetzt so Konzepte, die mir immer auf den Tisch landen, wo dann ähnlich wie in Heat die Bankräuber hier in Deutschland Banken überfallen und alle schießen aufeinander. Und der Griff zur Waffe ist einfach eine extreme Ausnahmesituation in Deutschland. Nicht in Amerika, aber hier, oder zumindest glauben wir es in Amerika nicht, dass es eine Ausnahmesituation ist. Hier ist es eine. Und ich habe zum Beispiel in Slöborn, ich nehme an, dass Sie es nicht gesehen haben, weil es eine Serie ist, aber in Slöborn gibt es ja auch, ist ja eine apokalyptische Serie, wo die Welt untergeht. Und auch da gibt es irgendwann Waffen und alle sind bewaffnet. Aber ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, erstmal mir das zu verdienen, dass der erste Mensch eine Waffe trägt. Das wird ganz lange gezeigt, in einer ganz langen Szene, wie die Hauptfigur in ein Rathaus ins Polizeirevier einbricht, da ein Safe öffnet, aus dem Safe die Waffe holt, aus einem anderen Safe, dass sie die Munition hält und dann hat sie die erste Waffe und später gibt es dann mehr und mehr Leute. Und weil auch 90% der Menschen tot sind, ist natürlich auch der Schnitt von Mensch zu Waffe stark verändert gegenüber der wirklichen Welt. Aber ich habe gesagt, nee, in Deutschland ist es schon was Besonderes, wenn Kinder, die plötzlich auf sich gestellt sind, einen Generator anschließen müssen, damit sie Strom haben. Das ist für mich schon sehr, sehr spannend zu sehen, weil das sind Kinder und die haben noch nie einen Generator bedient. Und so habe ich eigentlich die ganze Serie versucht. Das war immer ganz viel. Ich habe ganz viel tolle Szenen für sich genommen, tolle Szenen rausgestrichen, den Mitautoren und auch mir selbst, weil ich gesagt habe, nee, das ist amerikanisch, das sind nicht wir. Wir Deutschen, bei uns würde die Apokalypse so ablaufen. Und weil Sie ja vorhin gesagt haben, zeitgemäß, ich hatte ja nun mal das einmalige Glück eines Künstlers, wirklich die Serie zur Zeit gedreht zu haben, weil ich ja eine Pandemieserie fertiggestellt habe und dann brach sofort eine Pandemie aus. Ja, ja, ja. Und da war das dann ganz gut, dass ich dieses Thema, was ist Deutsch, für mich so als wichtig entdeckt hatte, weil es ja dann tatsächlich ziemlich gepasst hat. Also der Verlauf der Pandemie und das Verhalten der Bevölkerung ist nicht so weit weg von dem, was wir in Slöborn gezeigt haben, obwohl Slöborn ja ein viel wichtiger, also viel aggressiveres Virus hat, was ja auch dann real 90% Todesrate hat. Naja, prophetisch war es schon, gell? Hat das der Serie eigentlich schlecht getan, weil ich hatte ja das Gefühl, dass man in der Pandemie solche Sachen, also ich glaube, es hat sich gespalten. Manche Leute wollten unbedingt solche Sachen gucken und manche überhaupt nicht, weil es die Realität schon so war. Also das kann ich gar nicht letztlich beantworten, weil das ZDF hat ja dann schon sie nicht mehr so ausgestrahlt, wie sie ausgestrahlt worden wäre ohne Pandemie, weil es war eigentlich gedreht für einen Montagabend Montagskino Sendeplatz, wo ich schon viele Sachen hatte, Steig nicht aus, Antikörper, Freies Land, sind alles Filme, Kinoproduktionen, die auf diesem Sendeplatz liefen. Und weil die ZDF oder auch ARD und ZDF hatten ja eine Renaissance als Informationssender in dieser Zeit, weil es einfach viel Informationsbedarf gab und sie wollten dann nicht das vermischen. Also sie wollten nicht ein seriöses Sendeformat zur einen Zeit und dann schaltet man um und es gibt die Virus-Panikmache direkt danach. Also sie wollten das voneinander sauber trennen und wir liefen ja dann bei ZDF Neo und sind ja seitdem auch eine Neo-Serie und ist für mich deswegen super schwer zu beziffern, weil Neo natürlich, für Neo war es ein ganz toller Erfolg, aber in absoluten Zahlen wäre, glaube ich, allein vom Sendeplatz ZDF Montagskino hätten es, glaube ich, mehr Leute geschaut. Wir sind dann ein Mediathekenerfolg geworden. Wir waren zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste ZDF-Serie in der Mediathek. Und für mich ist es immer schön, wenn ich genug Erfolg habe, um weitermachen zu dürfen oder zu Ende erzählen zu dürfen. Das ist für mich eigentlich dann das, woraus ich den Erfolg leite. Das heißt, es geht gar nicht darum, haben es jetzt 5 Millionen oder 15 Millionen gesehen,
sondern wie viele Millionen müssen es sehen, damit ich weitererzählen darf. Und in dem Fall von der Serie haben es genug geschaut und ich habe jetzt ja die letzte Staffel gerade fertiggestellt. Ich bin gerade in der Postproduktion, die kommt auch Anfang Februar. Dann da kommt die dritte und letzte Staffel davon. Ja, toll. Ich finde ja so ein bisschen, ich habe ja, ich finde das ja ganz toll, was sie machen. Ich habe da ja großen Respekt vor, wie sie auch an Sachen rangehen und so. Und das ist kaum zu glauben, dass sie Deutscher sind sozusagen, ja, weil man so denkt, oh ja, das ist dieses Kreative, das ist das, was wir irgendwie hier brauchen, habe ich das Gefühl. Und ein bisschen, für mich sind sie ja tatsächlich wie so ein bisschen der Luc Besson von Deutschland. Darf ich das so sagen? Also, warum? Natürlich ein großes Kompliment, auf jeden Fall. Komplimente darf man nicht ausschlagen. Also, ja, das war mir, wollte ich mal einfach so loswerden. Ich muss mal ganz schön, dann sind wir auch schon am Ende. Ich wollte noch mal kurz fragen, ich habe nämlich gelesen, Sie sind in Jugendheim geboren. Ja. Das ist richtig, aber Sie haben nicht so lange da gelebt, gell? Sie sind gar nicht. Wir haben damals in Darmstadt gewohnt. Ja, da wohne ich nämlich. Ich bin in Darmstadt. Genau, das ist ganz in der Gegend und ich komme ja von den Sieben-Tags-Adventisten und die haben da die Marienhöhe in Darmstadt. Das auf die Schule bin ich gegangen, tatsächlich. Genau, dann kennen Sie ja die Adventisten. Weil ja, es ist ja, eine ja, also ich bin kein Schule. Adventist, aber ich kenne die Adventisten. Ich bin auf die Schule gegangen, weil es war eine Privatschule. Ich hatte sonst keine Wahl mehr, wenn es ums Gymnasium gegangen ist, ja, sozusagen, weil es eine Privatschule, da konnte ich dann noch hin als Gymnasium, weil ich schon mal sitzen geblieben war und so. Ja, ja, okay. Ja, dann kennen Sie ja die wo ich herkomme und da sind meine beiden Eltern, sind da auch, haben da ihr Abitur gemacht und mein Vater auch seine Predigerausbildung da angefangen und deswegen, also Für die adventistische deutsche Gesellschaft ist Darmstadt über die Marienhöhe sozusagen eines der geografisch wichtigen Gegenden. Und da haben wir deswegen auch eine Weile da gewohnt. Ah, okay. Ja, ja, weil das habe ich nämlich gelesen auch, oder beziehungsweise war mir schon öfter mal klar, habe ich gedacht, in Jugendheim, das ist noch gar nicht so weit. Nee, ich bin auch deswegen oft, also sehr oft noch in Darmstadt gewesen, weil auf der Marienhöhe finden ja auch immer mal Veranstaltungen statt. Mhm. Mein Onkel und meine Tante waren da Lehrer. Also das ist einfach so eine, ja, es ist mir sehr nah, auch wenn die ich waren jetzt da Lehrer, da muss ich mal gucken in meine Klassen. Ja, aber mein Onkel heißt Bromba. Bromba. Es war Herr Bromba als Lehrer. Ja. Und Frau Moormann Bromba ist meine Tante, die war auch da Lehrerin. Genau. Frau Moormann? Genau. Ja, das war meine tatsächlich Tante. Meine Lehrerin. Die war einmal meine Lehrerin. Das kennt jetzt, ist wirklich so, die Frau Moormann. Die hatte glaube ich, in Kunst. Kann das sein? Ja, die bastelt heute noch viele Kunstsachen. Ja, unglaublich. Das ist ihre Tante? Das ist meine Tante. Also Frau Moormann hat meinen Onkel geheiratet. Also die ist sozusagen angeheiratete Tante, ja. Ach, angeheiratet haben, nicht. Genau, sie hat meinen Onkel geheiratet, den Herr Bromba. Sie heißt jetzt Moormann Bromba auch, nicht mehr nur Moormann. Und das ist ja unglaublich. Ja. Jetzt bin ich ja schon mit einem Fuß in ihrem Kino, kann man sagen. Ganz im Privatkino. Ja. Genau. Die kommen auch immer noch Weihnachten zu uns, von daher. Aber das ist ja toll. Dann mal einen schönen Gruß. Aber die wird mich nicht mehr kennen. Wird mich nicht kennen, glaube ich. Und meine ganz allerletzte Frage, weil wir es am Anfang hatten mit Filme sammeln, haptische Medien sammeln, Figürchen sammeln, muss ich nochmal ganz, weil es mich persönlich interessiert, weil Sie auch sagten so, Ihre Frau versteht es vielleicht dann nicht so, dass man sich so eine Figur ins Regal stellt. Aber hat man es nicht als Filmemacher einfacher, wenn man diese Sachen kauft, weil man sagt, es gehört auch ein bisschen zu meinem Job? Ja, man kann es absetzen. Ja. Man hat es einfacher, weil man es absetzen kann. Ja. Tatsächlich, das können Sie. Sie können tatsächlich. Die Filme, die brauche ich. Ich benutze sie auch wirklich. Das ist ja wirklich. Also Sie können die ganze Filmsammlung absetzen. Ja. Das ist ja unglaublich. Aber ich finde das auch richtig, weil ich tatsächlich, wenn ich einen Film vorbereite, damit arbeite. Also ich massiv benutze für meine Arbeit diese Sammlung. Ich fände das unfair, wenn ich das nicht dürfte. Ja, das finde ich auch. Aber das ist toll. Das muss ich mir auch mal überlegen. Ich habe ja auch jetzt schon seit über 3 Jahren diese Film-Talkshow. Vielleicht kriege ich das auch irgendwie hin. Mit Sicherheit. Also wenn man eine Film-Talkshow betreibt, dann müsste man eigentlich auch das absetzen können als Arbeitsmaterial. Ja, vielleicht geht das ja. Gute Idee. Da haben Sie mich auf was gebracht. Wunderbar. So, Herr Albert, wir sind am Ende angekommen. Ich danke Ihnen recht herzlich für diesen kleinen Einblick, den Sie mir und unseren Zuhörern da gegeben haben. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Es war natürlich ein bisschen nerdig, also es ist für heute natürlich für alle Filmliebhaber natürlich mehr dieser Podcast.
Aber war ja, toll. wenn wir über, ich hatte auch gedacht, es geht mehr um andere Sachen, aber wir sind dann schnell da reingerutscht. Aber da, vielleicht müssen wir irgendwie in 3, 4 Jahren nochmal ein Follow-up machen. Und was meinen Sie, so mehr so Karriere, über Ihre Karriere und. Ja, Leben, Karriere, keine Ahnung. Leben, Karriere. Also ganz privat wollte ich nicht werden, aber. Ich dachte, ich habe jedenfalls nicht damit gerechnet, dass wir darüber reden, über Film sammeln von Figuren und ähnliches. Ach, als ich, ja, aber ich hatte so ein Interview mit Ihnen gehört und so, wo ich auch gemerkt habe, so ein bisschen Ihre Liebe und das so zu filmen und so. Und da habe ich gedacht, ach, also ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Hätte ja auch sein können, dass Sie darüber nicht reden wollen. Ich lasse es meistens immer ganz gern laufen und schaue, was passiert. Und lerne auch immer gern so ein bisschen den Menschen dahinter kennen. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das nimmt ja schon einen Teil von Ihnen ein. Also das ist zwar auch toll. Auf jeden Fall, ja. Also so, wie Sie da, und das ist, macht Sie ja auch aus. Also deswegen war das ganz unglaublich bereichernd. Vielen Dank. Bleiben Sie noch kurz dran, ganz offiziell. Aber alles, alles Gute. Wir weisen auf Ihre Serie hin, Oderbruch. Die muss man sich natürlich anschauen im Jahr 2024. Ich glaube, ja, Termine muss ich mal, ich glaube 18. Januar. 19. Januar war es. 19. Januar, gell? Ist Premiere. So. Mhm. Und dann nochmal irgendwas mit 24. oder so. Genau, aber am 19. ist dann auf einen Schlag alles in der Mediathek. Das heißt, man kann sofort alles gucken, wenn man möchte. Genau, okay, super. Das machen wir alle. Und ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute.